Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Psalm 34, Vers 5. Da steht: Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Und wenn du Ängste hast, Zukunftsängste vielleicht, dann komm zu Jesus. Er befreit dich davon. Und hier lesen wir: Als ich den Herrn um Hilfe bat, und das wollen wir heute tun, den Herrn um Hilfe bitten. Und er hört dich und er hört uns. Ja, heute wollen wir dir wieder Hoffnung machen mit der Sendung Hoffnung um 12. Sei ein Hüter deiner Emotionen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Sei ein Hüter deiner Emotionen. Und da möchte ich aus Lukas 21, Vers 34 vorlesen. Passt auf, dass ihr euch weder durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit noch durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lässt. Sonst wird dieser Tag euch überraschen. Ja, dieser Tag, wenn der Herr kommt. Hier heißt es, passt auf. Ich denke, die meisten ausschweifendes Leben und Trunkenheit ist nicht so dein Thema. Aber dass wir nicht durch die Sorgen unseres Alltags vom Ziel abgelenkt werden. Wir haben Emotionen. Auch Jesus hatte Emotionen. Jesus hat auch ein paar Mal geweint, also er hatte auch Emotionen. Wir haben Emotionen, und die Emotionen, das sind so unsere Gefühle, wo wir das Zeitgeschehen gleich umsetzen in ach nee und au ja und nee, das geht gar nicht und was wird draus, und das sind alles die Emotionen, wo wir darauf spontan reagieren, ob richtig oder falsch. Und ich habe in der letzten Zeit festgestellt, dass oftmals die Emotionen uns regieren. Der momentane Zustand regiert uns. Und das ist eigentlich falsch. Die Emotionen sind gut, aber sie dürfen uns nicht regieren, sondern du sollst über den Emotionen regieren und sie wirklich, wie habe ich es am Anfang gesagt, Hüter sein deiner Emotionen, weil sonst fahrst du wirklich Schlitten. Sonst mal geht's mal auf, mal ab. Du hast Gefühle, ja, aber dann kannst du wirklich sagen, ja schon, aber ich habe einen Gott, ich habe einen Helfer. Und ich verlasse mich auf ihn. Im Glauben nehme ich an, dass es anders kommt, wie es hier schlecht prophezeit wird. Und ich werde nicht untergehen und so weiter. Sei ein Herrscher über den Emotionen. Lass dich nicht unterkriegen. Und ich sag dir, all das, was durch die Emotionen dich so bedrückt, die Menschen oder deine Situation, bring sie vor den Herrn. Du kannst alles und jeden vor den Herrn bringen, und er nimmt's dir ab und du bist dann erleichtert. Hey, ich danke dir dafür, dass wir alles und jeden Tag zu dir bringen dürfen. Herr, dass wir es abladen dürfen. Herr, dass wir wirklich auch begreifen, dass nicht unsere Emotionen uns jagen und irgendwo durch die Welt jagen, sondern hey, ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, Herr, dass wir herrschen dürfen über unseren Emotionen, Herr. Herr, die oftmals so hochkochen, so laut sind und uns so viel mies machen möchten. Ich danke dir dafür. Lass uns wirklich Herrscher sein darüber. Herr, in deinem Wort und durch dein Wort, ich danke dir. Amen. Amen. Und wie wunderbar, dass wir einen Platz haben, wo wir hingehen können, um all unsere Sorgen und Nöte loszuwerden. Und da wollen wir auch wieder beten. Und eine junge Mutter schreibt wegen chronischer Darmerkrankung um Gebetshilfe. Ich habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und habe gehofft, dass sie durch meine Schwangerschaft verschwindet, da ich davor hin und wieder einen Schub hatte, sogar zu Beginn meiner Schwangerschaft. Musste dann lang hochdosiertes Cortison nehmen, bis sich wieder alles beruhigt hat.
Allerdings habe ich nun vor circa 3 Wochen entbunden und so langsam beginnen wieder die Beschwerden und ich hoffe, dass sie schnell wieder verschwinden, da ich voll stille und auch weiterhin stillen möchte. Da die Tabletten in der Stillzeit nicht eingenommen werden dürfen, bitte ich um Heilung meines Darms. Vielen Dank. Jesus, und du siehst diese junge Mutter, die gerade ihr Baby entbunden hat und die stillen möchte und die wirklich da in einer großen Not ist wegen ihres Darms. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass dieser Darm wieder vollkommen in Ordnung kommt. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft, dass diese Entzündungen und das alles, was da stört, dass das entmachtet ist und dass es aufhört, dass alle Schmerzen verschwinden und dass dieser Darm wieder vollkommen gesund und in Ordnung ist. Danke, Jesus. Danke, dass du ihre große Not siehst und dass du ihr hilfst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine Mutter sorgt sich um ihren Sohn und bittet um Gebet. Bitte beten Sie für unseren Sohn, 13 Jahre alt, dass er neue Hobbys für sich entdeckt und mutig ist, sich mit anderen Kindern zu verabreden, dass er nicht nur seine freie Zeit am Handy verbringt. Herzlichen Dank für Ihren Dienst und Gottes Segen. Jesus, und du siehst auch diesen Jungen. Danke, Jesus, dass du ihm wirklich da auch hilfst, auf andere Gedanken zu kommen. Danke, dass du seine Gedanken lenkst und dass du zu seinem Herzen redest. Danke, dass er Mut hat, andere Dinge anzupacken und auch mit seinen Mitschülern oder Gleichaltrigen wirklich auch Beziehung pflegt und Beziehung eingeht. Danke, Jesus, dass du da wirklich hilfst und dass er da weiterkommt und vorwärtskommt und nicht an dieses Handy gebunden ist. Und wir entmachten diese Gebundenheit auch im Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst. Danke. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Gebetsanliegen von einer verzweifelten Frau. Sie schreibt Folgendes. Hallo zusammen, ich habe ein Gebetsanliegen. Ich habe leider meinen Job verloren und stehe vor einem Berg voller Schulden. Leider bekomme ich nur Absagen auf Bewerbungen und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Mir geht es auch seelisch aktuell sehr schlecht. Ich versuche, an Jesus festzuhalten, aber es fällt mir sehr schwer. Es wäre sehr lieb, wenn ihr mich im Gebet unterstützen würdet. Ja, auch das tun wir heute gerne. Danke, Herr, dass du dieser Frau begegnest. Herr, die Riesenberge sieht, Herr, die Schuldenberge, auch das von Arbeitslosigkeit. Und Herr, ich danke dir dafür, der ganze Zustand. Herr, ich danke dir dafür, dass du ihr begegnest. Schenk ihr wieder offene Augen, Herr, für die Perspektive, die in dir ist. Herr, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Und danke, schenk ihr auch Weisheit, Herr, und auch Möglichkeiten, von ihren Schulden runterzukommen. Ich danke dir dafür und danke, Herr, schenk ihr auch den richtigen Job, den sie braucht, der ihr auch sehr viel Freude macht. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau schreibt für ihre Cousine, die an Krebs erkrankt ist. Ich bitte um Unterstützung beim Gebet um Heilung für meine Cousine, die an Leukämie erkrankt ist. Herzlichen Dank. Danke, 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 Herr, dass du auch Leukämie mit ans Kreuz genommen hast. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du wunderbar, Herr, dieses kranke Krebs durchdrungene Blut, Herr, mit deinem Blut wäscht, Herr, dass diese Leukämie verschwinden muss. Vater im Himmel, wir bitten in Jesu Namen. Amen. Amen. Und so vielfältig greift Gott ein in Menschenleben. Und was Menschen erleben, schreiben sie uns. Und einige Zeugnisse habe ich mitgebracht. Und aus der Schweiz schreibt uns ein Mann folgende Gebetserhörung. Nach vielen Jahren Gebetsunterstützung von euch hat Gott 2 meiner Gebete erhört.
Lange war ich auf der Suche nach einer lieben Frau. Vor circa 2 Jahren durfte ich meine zukünftige Frau kennenlernen. Ebenso habe ich seit einigen Jahren eine neue Arbeitsstelle gesucht. Nun ist das Wunder passiert. Anfang Januar 2023 werde ich am neuen Arbeitsort mit viel besseren Bedingungen anfangen. Ich freue mich sehr. Gott erhört unsere Gebete. Dank für eure Unterstützung. Ja, und manchmal dauert es etwas länger, bis Gott Gebet erhört. Lass dich nicht entmutigen und bleibe dran. Gott macht Unmögliches wahr, so wie in dieser Geschichte, die ein Mann uns schreibt. Ich bat euch um Gebetsunterstützung für eine Augen-OP. Das Sehvermögen war 40% nach der OP. Weitere Behandlungen folgten. Die Sehfähigkeit verbesserte sich nur gering. Die Medikamente wurden abgesetzt. Heute, am Kontrolltermin 1 Jahr später, wurde die Sehfähigkeit erneut kontrolliert. Sie beträgt 80%. Mit dieser Vorgeschichte ein Wunder. Danke für eure anhaltenden Gebete und danke Jesus. Wie schön. Und eine Frau schreibt uns folgende Gebetserhörung. Schon länger habe ich für eine neue Wohnung in Frankfurt gebetet, mit ihrer Gebetsunterstützung. Gerade zu meinem Geburtstag bekamen wir die Zusage für unsere Traumwohnung. Dem Herrn sei Dank und auch euch. Und Gott verändert Menschen und Situationen. Gott hat mehrere Wunder getan und hat eine Mutter 3-mal durch eure Fürbitte ganz spektakulär von Krebs geheilt, sodass die Ärzte wirklich erstaunt waren. Sie hatte auch viele Jahre keinen Kontakt zu ihren Kindern. Jetzt meldete sich ihr Sohn telefonisch und besuchte sie mit seiner 6-jährigen Tochter. Ich bat bei euch auch um Fürbitte für ihn wegen seiner Rückenprobleme. Danach hat er seit langer Zeit zum ersten Mal durchgeschlafen und mit Appetit gegessen. Er suchte seine Schwester über das Internet. Er fand sie und stellte dann auch den Kontakt zur Mutter her. Sie hatten sich 21 Jahre lang nicht gesehen. Was für eine wunderbare Geschichte und großartig, wie Gott eingreift. Ja, auch heute haben wir wieder gehört, wie Gebetsanliegen reinkommen und Ähnliches bei jemand anders berührt wurde. Und wie wunderbar, wie Gott in die Familien hineinkommt, in Situationen hineinkommt. Hat er auch etwas bei dir getan? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne, gerne hier vorlesen. Ja, du darfst jeden Tag jeden und alles Gott hinlegen. Und ich sag dir, das ist ganz einfach gesagt, nicht immer einfach gemacht, aber nimm dir wirklich Zeit, es zu tun. Es bringt dir solche Erleichterung, du wirst es kaum, du kannst dir kaum vorstellen. Komm vor Gott und sag, ich lege dir jeden hin. Und nenne gerade so die Problemleute. Leg sie Jesus hin und leg ihm alles hin. Und gerade deine Hauptprobleme, leg alles hin und du wirst sehen, du kommst aus dieser Gebetszeit, die nicht unbedingt lang sein muss, aber ohne Ablenkung sein sollte. Du kommst aus dieser Gebetszeit recht erleichtert wieder heraus. Und schick uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Wir tun es gerne und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir haben schon wieder Februar in diesem Jahr und unser neues Magazin ist erschienen. Wenn du es noch nicht abonniert hast, tu es gleich. Es ist kostenlos für dich bereit. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.